Handels überhaupt ist, wie Guardini in diese illustre Reihe hineingehört und wie in welchem Kontext diese Friedenspreisrede steht. Dann hören wir Originalton Guardini. Seine Rede ist aufgezeichnet worden und wir werden diese Rede also quasi im Originalton ihn nicht sehen, aber zumindest hören. Anschließend wird Herr Metzler seine Gedanken ausgehend von dieser Rede, aber eben auch mit den Bezügen zur heutigen aktuellen Situation des Friedens in der Welt uns damit einen Impuls geben. Und dann würden Frau Bell-Falkowitz und ich jeweils kürzere Statements noch anschließen. Und dann werden wir das Gespräch öffnen nach einer kurzen Pause, wo wir dann auch die Kamera dann abschalten. Ja, es ist jetzt 70 Jahre her, dass dieser Preis an Romano Guardini ging, der ja mit diesem Haus fest verbunden ist. Er war von 43 bis 45 hier ständig wohnhaft, als er von Berlin, also wo sein Lehrstuhl aufgehoben worden war, eine neue Bleibe suchte. Er war aber auch davor und danach in ständigem Kontakt zu Pfarrer Josef Weiger, dem Pfarrherrn seit 1917 bis 1900, also gestorben ist 1966, aber wie lange war er Pfarrer? Bis 57, genau. Also eine ungewöhnlich lange Zeit in diesem kleinen Dorf, aber mit einer großen Ausstrahlung und mit vielen Kontakten, vor allem auch während des sogenannten Dritten Reiches. Wir sind hier auch ein Denkort, gehören zu dieser in der Dokumentation Oberschwaben, Denkstättenkuratorium ist Mooshausen aufgeführt. Dort wird gewürdigt, auch mit einer Plakette des Landes Baden-Württemberg, dass dieser Kreis, in dem sich auch Persönlichkeiten aus dem Umfeld des 20. Juli, aber auch Personen wie Theodor Hecker, der mit der Weißen Rose in Beziehung stand, dass hier ein Kreis war, der, ich würde nicht sagen, Widerstand geleistet hat. Das ist so ein Wort, das auch sehr vielfältig gebraucht werden kann. Aber sie haben widerstanden aus ihrem Glauben, aus ihrer geistigen Grundhaltung heraus. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Solche Oasen wie das Pfarrhaus von Mooshausen gab es immer wieder in dieser Zeit. Und hier zu erwähnen für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal da sind, dass hier eben auch schon ganz früh die geniale Schriftstellerin und Newman-Übersetzerin Maria Knöpfler hier gewirkt hat mit Pfarrer Weiger und später die Bildhauerin Maria Elisabeth Stapp. Und Guardini, Weiger, Elisabeth Stapp, die heute Namenstag hat, hätte aber im Himmel sicher feiert, und eben Maria Knöpfler und nicht zu vergessen die einfache, aber doch auch wichtige Säule von Mina Bertle, die hier den Haushalt während des Dritten Reiches in schwieriger Zeit geführt hat. Das Jahr 1945 bedeutet in Deutschland natürlich einen großen Einschnitt. Die Städte lagen in Trümmern. Ulm ist, die Bilder sind bekannt. Und was zum Beispiel, und das ist nur ein Beispiel für absolute Katastrophe. Und um Beispiel Ulm will ich ganz kurz nochmal daran erinnern, wie Guardini in dieser Zeit aus diesem kleinen idyllischen Mooshausen wieder in die Öffentlichkeit gerufen wurde. Erstmal nach Memmingen, wo Jugendgruppen ihn holten zu einem Jugendbekenntnistag über die Zonengrenze hinweg. Und dann in Ulm,
wo die Schwester der Geschwister Scholl, Inge Scholl, und ihr Freund, damaliger Freund, späterer Ehemann, Ottel Eicher, eine Bildungsarbeit aufgebaut haben, um mitten in den Trümmern, wie sie sagten, die alten, die Werte, die Grundwerte der Menschlichkeit wieder in Erinnerung zu rufen. Und Guardini sprach damals sowohl in Memmingen wie in Ulm, wir haben das in diesem Buch 1945 dokumentiert, solche Haltungen an Themen wie Wahrheit und Lüge, Recht und Unrecht, Vorsehung, ein von Hitler schwer missbrauchtes Wort, christliches Wort, Freiheit, Friede. Grundworte, die geschändet, die da niederlagen und die erstmal wieder, so sahen es etwa Inge Scholl und Ottel Eicher, aber auch Guardini, aus dem Schutt der Vergangenheit wieder ans Licht gehoben werden sollten. Und das fällt auch auf, vielleicht auch schon in dieser Friedenspreisrede, das ist nicht eine realpolitische Strategie, wie schaffen wir Frieden, sondern ein Suchen nach den Quellen des Friedens, würde ich mal sagen. Und genau diese Quellensuche sieht man an ganz vielen Initiativen der Zeit nach 1945. Es gab neue Zeitschriften, beispielsweise eine hieß Die Wandlung, schon der Titel, ganz interessant, hat nichts mit der Eucharistie natürlich zu tun, sondern Die Wandlung im Sinne einer neuen Orientierung. Sie erschien nur 45 bis 49, die ganze Crème de la Crème derer, die quasi wieder aus dem Untergrund aufgetaucht waren, von Karl Jaspers über Hannah Arendt, haben dort geschrieben. Oder die Frankfurter Hefte von Walter Dirks und Eugen Kogon, die eben später dann zur SPD wanderten, aber damals eine Kulturzeitschrift und auch eine politische Zeitschrift überkonfessioneller Art war. Es entstanden kulturkritische Schriften wie Guardinis Ende der Neuzeit und Die Macht, also 50, 51. Karl Jaspers trat auf, Alfred Weber, Hannah Arendt und in der Welt der Dichter Marie-Louise Kaschnitz. Und auch die Schriftsteller, die Verleger und die Publizisten, also die, was wir heute unter der ganzen Medienlandschaft verstehen, haben versucht, aus der alten Zeit in eine neue hineinzuführen. Sie wollten eben eine Initiative gründen, in der deutlich wurde, die Zeit der Propaganda ist vorbei. Jetzt beginnt wieder eine Berichterstattung, die sich um Wahrheit, Recht, Moral, Friede bemüht. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels entstand zunächst mal als eine Privatinitiative. Ein Schriftsteller namens Hans Schwarz, heute weitgehend unbekannt, und ein Verleger namens Friedrich Wittig haben die Initiative ergriffen und 1950 in einem Hamburger Privathaus eingeladen, die ganze Verleger, Verlagschefs und Schriftsteller, um eine neue Initiative zu entwickeln und zu sagen, wir zeichnen hier Menschen aus, die sich besonders für den Frieden in der Welt und für die Versöhnung der Völker, das war zunächst auch mal von Deutschland aus ein ganz wichtiger Punkt, nach Frankreich hin, nach Osten hin, sich dafür verdient gemacht haben. Als erster Autor, der 1950 ausgezeichnet wurde in diesem kleinen Kreis in Hamburg, war Max Tau, heute auch mir nicht weiter ein Begriff, aber damals durchaus ein Mann, der erstens diesen beiden bekannt war und der damals auch offenbar in der Öffentlichkeit eine bestimmte Rolle spielte als Jude. 1938 war er nach Norwegen geflohen, hatte dort geheiratet, lebte dort mit seiner norwegischen Ehefrau und Familie
und hat die Versöhnung zwischen Deutschland und Norwegen besonders gefördert. Anschließend, als diese erste Veranstaltung erreichte eine ungeheure Publizität und eine große Aufmerksamkeit. Und daraufhin hat der Börsenverein des deutschen Buchhandels, also die Standesorganisation der Buchhändler, sozusagen die Organisation in die Hand genommen und hat beschlossen, künftig diesen Preis, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels zu verleihen, und zwar nicht einfach in einem Privatrahmen, sondern in der Frankfurter Paulskirche, also in einem herausragenden, wichtigen Ort. Und dort fand erstmals 1951 die Preisverleihung statt, und erster Preisträger in diesem offiziellen Rahmen war der evangelische Theologe und Pfarrer, Urwaldarzt und Organist Albert Schweitzer, der natürlich großes Ansehen auch durch seine karitativen, durch seine Initiativen und auch durch seine geistige Ausstrahlung besaß. Gleich als zweiter nach ihm, also als dritter in der großen Reihe 1952, erhielt Romano Guardini den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Hier gibt es eine Dokumentation mit den Reden und Würdigungen ab 1952. Da kann man nachlesen, aber auch auf der Homepage des deutschen Buchhandels kann man das tun und verfolgen, wer alles dann folgte. Und die Namen sind klingende Namen. Auf den Katholiken Romano Guardini folgte der jüdische Philosoph und Schriftsteller Martin Buber, 1953. Anschließend ging der Preis an den Historiker Karl-Josef Burkhardt, 1954, den Schriftsteller Hermann Hesse, 1955, den Dichter Reinhold Schneider, 1956, den amerikanischen Dichter Thornton Wilder, 1957, und den deutschen Existenzphilosophen Karl Jaspers, 1958. Alle diese Persönlichkeiten und alle übrigen, die bis heute den Friedenspreis empfangen haben, wurden für ihre Verdienste für den Frieden, die Menschlichkeit und die Völkerverständigung geehrt. Also diese drei Aspekte wurden dabei jeweils zugrunde gelegt. Der Friedenspreis wird bis heute verliehen. 2022 erhielt der ukrainische Schriftsteller und Musiker Serhii Zadan diesen Preis. Also zurück zu Guardini. Er war nicht der erste Katholik und auch erst recht nicht der erste Theologe, der diesen Preis erhielt. Aber mit der Zeit wurde die Verleihung an Theologen oder an Priester schon gar dann immer weniger. Ich nenne nur noch einige Namen. August Kardinal Bea, Ernesto Kardinal, Reinhold Schneider wurde schon genannt, aber auch Wladyslaw Bartoszewski, polnischer Historiker und Politiker. Bedeutende Protestanten waren Frère Roger Schütz, Karl Friedrich von Weizsäcker, Theodor Heuss, natürlich auch politisch aktiv, Albert Schweitzer, und unter den jüdischen Persönlichkeiten Max Tau, Martin Buber und Nelly Sachs. Das war übrigens 1965 die erste Frau in dieser Reihe. Am Sonntag, den 24. September 1952, versammelte sich also der Kreis des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche, um die Verleihung des Friedenspreises an Romano Guardini beizuwohnen. Die Jury begründete dies damals folgendermaßen, ich zitiere: Dem Menschen und Schriftsteller Romano Guardini bezeugen wir damit unseren Dank und unsere Achtung dafür, dass er in einem reichen Leben ein Werk geschaffen hat, das der Wahrheitsforschung und der Formung des Menschen diente. Damit hat er die friedliche Gesinnung einer echten Humanitas über alle Spaltung der Nationen, Konfessionen und Klassen hinaus gefördert. Unbeirrt klingt seine Stimme durch die geschichtlichen Wirren unserer Zeit, denen, die hören wollen.
Sein Werk hat stets dem Frieden, der Verständigung unter den Menschen und ihrer Versöhnung gedient. Soweit die Begründung der Jury. Der Festakt begann mit einer Begrüßung durch den Verleger Josef Knecht, den Vorsitzenden des Börsenvereins. Dann kam die Laudatio, die hielt der Berliner regierende Bürgermeister Professor Ernst Reuter, der den Preis an Guardini übergab. Reuter als Bürgermeister der geteilten Stadt, dieser Insel, die ein Sonderdasein führte und der in seiner Laudatio gerade daran erinnerte, was das bedeutet, dass man gerade in dieser Stadt eben für die Werte von Friede, Gerechtigkeit ein besonderes Ohr, ja gerade so ein existenzielles Bedürfnis empfinde. Es folgt die Dankesrede, dann des Preisredes, so ist immer der Ablauf gewesen, und Guardini spricht unter der Überschrift der Friede und der Dialog. Und wir wollen uns jetzt diese Rede im Originalton anhören. Ja, 70 Jahre haben wir jetzt überbrückt. Man hat es zeitweise an der schlechten Tonqualität auch natürlich gemerkt. Die damaligen Radioaufnahmen, das wurde im Radio gesendet, live übertragen damals, haben natürlich dazu beigetragen. Jetzt gehen wir wieder in unsere Gegenwart zurück. Wie hören wir diese Rede heute, diese Mahnungen, diese Reflexionen? Ich darf Herrn Metzler bitten, seine Gedanken dazu vorzutragen. Ja, lieber Herr Knoll, liebe Mitglieder des Freundeskreises, ich bedanke mich für die Einladung, heute zu Ihnen zu sprechen. Und ich bedanke mich auch dafür, also es war für mich ein Gewinn, dass ich mich mit dem Friedensverständnis von Romano Guardini befassen konnte. Und ich bin dann auch gespannt auf die weitere Sichtweise, die drauf kommt. Ich finde die Dankesrede von Romano Guardini, die wir gerade gehört haben, finde ich viel aktueller, als ich mir das vorgestellt habe. Also sie hat natürlich etwas Überzeitliches, aber also für mich hat sie auch was Prophetisches. Also was er gesagt hat, dass die Welt immer kleiner wird und dass die Grenzen des Verstehens, sich Verstehens, schwieriger werden. Es ist, als hätte er das Internet vorausgesehen, als hätte er die digitalen Netzwerke vorausgesehen. Und also das, was er sagt, erleben wir ja immer mehr, dass Worte ausgehöhlt werden, dass Sprache ausgehöhlt wird, dass Wahrheit ausgehöhlt wird und dass es schwieriger ist, in der Gesellschaft und auch weltweit zu einer wirklichen Verständigung zu kommen, die der Wahrheit verpflichtet ist und die auch der gegenseitigen Achtung verpflichtet ist. Also das fand ich, also war für mich schon sehr interessant. Ja, also sein Verständnis des Friedens finde ich interessant, das aus dem Gespräch entsteht, aus dem Dialog, aus der Wahrheitssuche, der gegenseitiger Ehrfurcht geprägt ist und einem Verstehen verpflichtet ist, das weiß, dass es Grenzen hat. Also das sagt er ja selber. Es ist die Frage, ob das wirklich vollständig gelingt. Aber angesichts dieser Grenzen der Wahrheit vertraut, bereit ist, das Gespräch fortzusetzen und Geduld hat. Und das bereit ist, die eigene Meinung zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren und in der Unterschiedlichkeit der Perspektiven auch Richtiges beim anderen sehen kann. Und so zur Synthese statt zum Kampf und zur Gewalt kommen will, was er als den Frieden sieht. Ich spreche zu Ihnen aus der Perspektive von Pax Christi.
Ich bin seit über 40 Jahren Mitglied von Pax Christi, war von 1995 bis 2010 Diözesanvorsitzender in Rottenburg-Stuttgart und dann im erweiterten Vorstand und bin nun seit einem Jahr praktisch rechtzeitig auf meinen Ruhestand hin nun im Bundesvorstand von Pax Christi. Und uns hat natürlich dieser Krieg in der Ukraine auch sehr gebeutelt und zu schaffen gemacht. Pax Christi, Friede Christi, in der Präambel von Pax Christi heißt es, der Friede Christi ist die bleibende Hoffnung und Vision unserer Bewegung. Er ist die Herausforderung für unser Leben. Also Guardini macht es ja auch deutlich, dass innerer und äußerer Friede zusammengehören, sich bedingen, dass eine auch aus dem anderen kommt. Wir glauben, dass der Friede Christi unter uns ist, unter uns wirkt. Es ist unser Glaube, die Vision, dass aus Schwertern Pflugscharen werden können und werden, dass kein Volk gegen das andere das Schwert erheben wird, sie nicht mehr lernen, Krieg zu führen und jeder unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen darf, wie es beim Propheten Micha und beim Propheten Jesaja heißt. Dass das Wunder des Friedens möglich ist und geschieht, darauf vertrauen wir und darauf arbeiten wir hin. Und wir haben solche Wunder erlebt. Pax Christi ist selbst so ein Wunder des Friedens, der Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich nach zwei Weltkriegen, die von Frankreich ausging, die für uns ein Geschenk war. Leipzig und Berlin 1989, der Fall der Mauer, ist so ein Wunder. Das Ende der Teilung unseres Landes ohne Gewalt. Voraussetzung dafür war die Entspannungspolitik und die Vision von Michail Gorbatschow von gegenseitiger Achtung und Vertrauen, die Vision von einem gemeinsamen Haus Europas. Und ich finde, in dieser Phase finde ich etwas von dem, was Guardini mit Verstehen, mit gegenseitiger Achtung und so meint. Wenn im Neuen Testament von Wundern erzählt wird, dann sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Und vor 5 Wochen endete das Evangelium am Sonntag mit der Frage, wird der Menschensohn noch Glauben vorfinden? Das sehen wir als unsere Aufgabe, diesen Glauben an den Frieden, diese Vision des Friedens zu leben und aufrechtzuerhalten. Und so ist es die Verpflichtung von Pax Christi, das Vertrauen in die Friedensbotschaft Jesu, in gewaltlose, zivile Bearbeitung von Konflikten zu stärken und Gewaltfreiheit als Handlungsprinzip wachzuhalten. Die Bibel ist sehr realistisch, sie thematisiert Gewalt und Unrecht und in scharfem Kontrast zu seiner Friedensvision heißt es kurz davor im Buch Micha, beim Propheten Micha, es kommt die Nacht über euch, in der ihr keine Visionen mehr habt. Ihr erbaut Zion mit Blut und Jerusalem mit Unrecht. Deshalb wird euretwegen Jerusalem zum Trümmerhaufen. Es kommt die Nacht über euch, in der ihr keine Visionen mehr habt. Und mir geht es manchmal so, wenn ich Talkshows sehe, dann habe ich den Eindruck, ich gehe ohne Visionen aus dieser Sendung heraus. Wir kennen das auch bei Jesus, dass er über Jerusalem weint und sagt, wenn du doch auch erkannt hättest, was Frieden bringt. Der Verzicht auf Gewalt, der Weg der Gewaltfreiheit ist entscheidend aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, für das messianische Selbstverständnis Jesu, seine Sendung als Christus. Schon in den Geburtslegenden wird er als Bringer des Völkerfriedens bejubelt. In der Bergpredigt preist er die selig, die arm sind, die keine Gewalt anwenden, die nach Gerechtigkeit hungern, die barmherzig sind, die Frieden stiften und die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden.
Und seinen Jüngern gegenüber schärft er ein, dass seine Sendung ist, zu dienen und nicht zu herrschen. Dass sie auf jedes Machtstreben verzichten sollen und sich von den Gewaltherrschern der Welt unterscheiden sollen. Das klingt alles, finde ich, bei Guardini mit. Das klingt aus ihm heraus. Und diese gewaltlose messianische Sendung Jesu zu den Armen gipfelt in einer prophetischen Zeichenhandlung, als er den Konflikt mit seinen Gegnern sucht, auf einem Eselsfohlen in Jerusalem einreitet, ins Zentrum der Macht, selber ohne Macht auftritt und sich als so als der verheißene Friedenskönig präsentiert, über den es beim Propheten Zacharia heißt, er ist gerecht, er ist demütig, er vernichtet Streitwagen und Kriegsbogen und verkündet allen Völkern Frieden und den Gefangenen Freiheit. Seine Herausforderung der Mächtigen, der Macht, führt ihn ans Kreuz. Das ist für uns auch, für uns Christen, auch eine heftige Herausforderung. Als er von seinen bewaffneten Gegnern gefangen genommen wird, will Petrus ihn mit dem Schwert verteidigen, die Responsibility to protect. Und da sagt Jesus zu ihm, steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Die Haltung Jesu, ein Gegner ist für ihn ein Feind, ein Gegner ist für ihn ein Mensch, mit dem er in Auseinandersetzung tritt und damit in Beziehung tritt. Im Aufruf Jesu zur Feindesliebe und zum Verzicht auf Gewalt steckt keine Aufforderung, Gewalt passiv zu erdulden, was wir jetzt immer wieder hören, oder widerstandslos hinzunehmen, sich alles bieten zu lassen. Es geht ihm vielmehr darum, aktiv, kreativ, klüger zu sein als die Feinde, um den aktiven, mutigen Versuch, den Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen, die Situation zu ändern. Es geht darum, Gesicht zu zeigen, nicht die Faust. Es geht darum, Unrecht sichtbar zu machen und damit dem anderen eine Chance zu geben, sich zu verändern, aus der Gewaltspirale heraus auszusteigen. Ich finde, das ist das, was Guardini sagt mit der Brücke. Also selbst da, wo Grenzen sind, zu versuchen, Brücken zu schaffen. Es geht auch darum, den eigenen Anteil am Konflikt zu sehen. Den eigenen Anteil an der Gewalt, an der Angst und Verletztheit des Gegners, an der Spirale von Drohung und Demütigung. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, den Balken im eigenen Auge, aber nimmst du nicht wahr? Guardini sagt es in seiner Dankesrede so: Es gehört zum Wesen des Menschen, dass er aus den naturhaften Zusammenhängen heraustreten, Distanz nehmen und von da aus auch sich selbst betrachten, verstehen, beurteilen kann und, wie schon erwähnt, auch sich korrigieren kann. Wenn ich dem Feind auf gleicher Augenhöhe begegne, entdecke ich, dass er auch ein Mensch ist, dass wir verwandt sind. Dann ist es nicht mehr so einfach zu sagen, die sind die Bösen und wir sind die Guten. Und dann ist es auch nicht mehr so einfach zu sagen, wer Böses im Sinn hat und wer nicht. Dann kann ich mich im anderen entdecken mit meiner Verletzlichkeit, mit meiner Wut, mit meinem Bedürfnis nach Anerkennung. Wenn ich den anderen auf gleicher Augenhöhe sehen kann, dann kann er mir auch zum Spiegel werden. Und ich ihm, und ich kann merken, wie unser Verhalten sich gegenseitig beeinflusst. Wenn ich Gewalt gegen den anderen anwende, dann stelle ich mich über ihn und wirke mit im Kreislauf von Rache und Vergeltung.
Der Weg Jesu, dieser Weg ist ein riskanter Weg. Er führt zu keiner glatten Lösung. Er führt in Dilemmata. Viele Fragen bleiben offen. Es geht kein Weg der Bergpredigt an Golgatha vorbei. Nicht die Erfolgreichen werden selig gepriesen, sondern die Armen, die Hungernden, die Trauernden, die Verfolgten. Der Friede Christi trägt nicht den Lorbeerkranz, sondern die Dornenkrone. Das ist schwierig, auch für uns selbst. So ist es die Verpflichtung von Pax Christi als Friedensbewegung, das Vertrauen in die Friedensbotschaft Jesu, in gewaltlose Bearbeitung von Konflikten zu stärken und Gewaltfreiheit als Handlungsprinzip wachzuhalten. Die bestimmende Diskussion seit dem Angriff, dem russischen Angriff auf die Ukraine, geht in unserem Land darum, dass Waffen diesen Krieg entscheiden müssen, dass Aufrüstung gegen weitere Kriege hilft, Beforderungen nach Deeskalation und Waffenstillstand wird schnell unterstellt, dass damit die Opfer dieses Krieges verraten und der Aggressor belohnt werde. Da wird davon ausgegangen, dass der Friede Christi nicht von dieser Welt ist und nicht aus der Gewalt hilft. Die Bundesdelegiertenversammlung von Pax Christi hat vor 4 Wochen eine Erklärung beschlossen, in der sie betont, dass Pax Christi der biblischen Botschaft verpflichtet ist und grundsätzlich den Einsatz von Gewalt ablehnt. Und es heißt da: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine stellt einen eklatanten Bruch des Völkerrechts dar, der Deutschland, Europa und letztlich die ganze Welt herausfordert. Er fordert in der Ukraine jeden Tag Todesopfer und zerstört Lebensgrundlagen. Unzählige Menschen werden zur Flucht gezwungen. Wir sind in Gedanken und Gebeten bei der ukrainischen Bevölkerung, die furchtbare Monate des Krieges und des Leidens durchlebt. Die Versammlung appelliert an die russische Regierung, die Waffen schweigen zu lassen und sich aus der Ukraine zurückzuziehen und an beide Regierungen, sich für diplomatische Verhandlungen offen zu halten. Und sie verweist auf die Vorgeschichte des Krieges, die Entwicklung der Ukraine nach der Unabhängigkeit 1991, ihre Auseinandersetzung mit panrussischen Bestrebungen russischer Politik, die Erweiterung der NATO bis an die Grenzen Russlands und Militärmanöver auf beiden Seiten. Dieser Blick auf die Vorgeschichte zeigt, wie die Chance 1989 nicht genutzt wurde, sondern Vertrauen immer mehr zerstört worden ist. Das entschuldigt überhaupt nichts an diesem russischen Angriffskrieg, an diesem dreckigen Krieg. Aber es zeigt, wie Verstehen verschwindet, wie Vertrauen verschwindet und wie man in eine Situation kommt, in der dann, wie Guardini sagt, der Kampf bestimmt. In der Erklärung heißt es, dieser Krieg muss beendet werden, denn er schwächt die ganze Welt. Er verursacht Hungerkrisen, fördert Flucht und Migration mit all den traumatischen Auswirkungen auf die Betroffenen, führt zu Energieknappheit, zu einer Rückkehr zu fossilen Brennstoffen und Atomenergie mit fatalen Folgen für Umwelt und Sicherheit. Und er befördert einen weltweiten Militarisierungsschub und beschleunigt die globale Klimakatastrophe. Die Versammlung benennt dann die Dilemmata des Einsatzes von Gewalt zwischen dem Selbstverteidigungsrecht der Ukraine und dem grundsätzlichen Nein zum Einsatz von militärischer Gewalt. Und sie benennt, dass es in Pax Christi die Option gibt, im Blick auf die langfristigen Folgen an der Gewaltfreiheit festzuhalten, aber auch die Position derer, die bewaffneten Widerstand und Waffenlieferungen zur Verteidigung für gerechtfertigt halten. Also da haben wir in Pax Christi eine auch schmerzhafte Auseinandersetzung intern geführt.
Die Versammlung hält es für notwendig, die Sichtweisen aller Konfliktparteien wahrzunehmen, kritisch zu hinterfragen und keine Feindbilder aufzubauen oder zu verstärken. Also das klingt bei mir, bei der Rede von Guardini, hat bei mir alles mitgeklungen. Sie fordert, die öffentliche Debatte aus der militärischen Engführung herauszuholen und die vielfachen Möglichkeiten gewaltfreien und deeskalierenden Handelns bekannt zu machen. Und das heißt, es ist die Verantwortung der Medien, solche Themen und der Forderung nach Einstellung der Waffenlieferungen Raum zu geben. Menschenrechte und Völkerrecht müssen von allen politischen Akteuren geachtet werden und alle Menschen beider Seiten, die sich dem Krieg oder dem Kriegsdienst entziehen möchten, sollen für die Dauer ihrer Gefährdung in Deutschland Aufnahme finden. Pax Christi fordert, die Einrichtung entmilitarisierter Zonen zu fördern und Exit-Strategien für die Wirtschaftssituation zu entwickeln, zum Beispiel wenn es zu einem Waffenstillstand kommt. Und da heißt es, es ist notwendig, dass nicht in militärischen Kategorien, in Kategorien von Sieger und Verlierer gedacht wird. Guardini hat es so gesagt, Gegenwart und Vergangenheit sind so tief vom Kampf bestimmt, dass unser Gefühl sie für normal hält. Und das ist die Gefahr, dass wir wieder in diese Situation hineinkommen, in der wir schon drinstecken und es eine Situation des neuen Kalten Krieges gibt. Erforderlich ist eine kluge, auf alle Ebenen und Kanäle einbeziehende Krisendiplomatie, die den beteiligten Parteien einen gesichtswahrenden Ausstieg aus den Kriegshandlungen ermöglicht. Soweit die Erklärung der Delegiertenversammlung, der Bundesdelegiertenversammlung in der aktuellen Diskussion. Pax Christi sieht sich dem Wort gerechter Friede der deutschen Bischöfe von 2000 verpflichtet, indem es heißt, dass die Kirche selbst Sakrament des Friedens sein soll. Zeichen und Werkzeug des Friedens Christi. Und in dem Wort heißt es, die Kirche hat von ihrem Herrn den Auftrag, mitten in der Welt des gewaltbewehrten Friedens einen größeren messianischen Frieden zu leben, der nicht auf Gewalt, sondern auf Vertrauen baut und so alle, welche den wahren Frieden suchen, faszinieren kann. Es heißt dort aber auch kritisch über die Kirche. Sie, also die Kirche, hebt sich von der Gesellschaft so wenig ab, dass man es kaum merkt. Wir haben uns in unserer Praxis offenbar zu sehr der Welt angepasst und den Geist Christi wie abgedecktes Feuer gehütet, damit er nicht zu sehr auf uns überspringt. Mitten in einer Welt voll Krieg und Gewalt kann die Kirche nicht als Sakrament des Friedens wirken, wenn sie sich anpasst. Diese Welt braucht keine Verdopplung ihres Unfriedens, sondern also, durch Religion, die zu allem Ja und Amen sagt, es geht um Pro und Contra, Zustimmung und Widerspruch. Die Päpste waren da klarer in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten und widerständiger als die deutsche Kirche, zum Beispiel Johannes Paul II. Vor dem Irakkrieg und im Irakkrieg. Für ihn, wie für Papst Franziskus, war leitender Maßstab das Prinzip der Menschheitsfamilie, das zu grenzüberschreitender Geschwisterlichkeit verpflichtet, die Kategorien der Nation relativiert und durch eine Verteidigung der universalen Menschenrechte zu sichern ist. Und zum Schluss noch ein Zitat von Papst Franziskus von vor 2 Jahren aus seinem Schreiben Fratelli Tutti. Er hält nicht nur den Besitz und das Androhen von atomaren Waffen für moralisch verwerflich, sondern jegliche Kriegsführung. Und es heißt da, wir können den Krieg nicht mehr als Lösung betrachten, denn die Risiken werden wahrscheinlich immer den hypothetischen Nutzen, der ihm zugeschrieben wird, überwiegen. Angesichts dieser Tatsache ist es heute sehr schwierig, sich auf die in vergangenen Jahrhunderten gereiften rationalen Kriterien zu stützen, um von einem eventuell gerechten Krieg zu sprechen. Nie wieder Krieg. Und vor Anfang Oktober sagte er, jeder Krieg hinterlässt die Welt schlechter, als er sie vorgefunden hat. Krieg ist ein Versagen der Politik und der Menschheit,
eine beschämende Kapitulation, eine Niederlage gegenüber den Mächten des Bösen. Treten wir in Kontakt mit den Wunden, fragen wir die Opfer. Vielen Dank. Ich denke, wir können natürlich lange, also wenn ich da etwas zu sagen darf, wir können natürlich über diesen Ukraine-Konflikt lange auch debattieren, sicher auch kontrovers, das auch berechtigt. Aber ich glaube, ich habe so verstanden, auch die Initiative von Pax Christi, es geht einfach auch darum, diese Dimension auch auf jeden Fall zu erreichen, also des Vertrauens, weil ohne das, egal, ob das jetzt gar nicht im Augenblick hergestellt wird, vielleicht aber es muss hergestellt werden, weil eine andere Lösung auf lange Sicht wird es nicht geben, wenn nicht wieder Vertrauen aufgebaut wird. Egal, wer das zerstört hat. Da spielt, würde ich sagen, natürlich Putins Vergangenheit, die ich nicht kenne, aber die ich auch sehr viel gelesen habe, und das stimmt sicher, was Sie sagen. Und das ist auf der anderen Seite auch, dass es in der Ukraine bestimmte extreme Bewegungen gegeben hat und dass es bei uns Fehler begangen worden sind, spielt alles eine Rolle. Wie kommt man da raus? Das liegt auf verschiedenen Ebenen, würde ich sagen, weil natürlich ein Angriffskrieg immer ein größeres Gewicht ins Feld wirft, als jetzt nur gewisse Fehler, die man vielleicht in der Politik gemacht hat. Aber wir kommen aus den nicht heraus, wenn wir zu den Haltungen vorstoßen. Und das ist ja eigentlich das Thema auch, Guardinis. Also würde ich jetzt so ergänzen wollen. Vielleicht kann ich noch kurz was sagen dazu. Also ich glaube, dass sich Putin richtig verzockt hat. Ich glaube, der hat geglaubt, er kann da relativ schnell die Ukraine einnehmen. Und ich glaube, dass wir am Anfang vom Ende von seiner Regentschaft sind. Und was wir hoffen können, ist, dass hinterher nicht eine Militärdiktatur in Russland gibt, sondern dass andere Kräfte dann irgendwie zum Zug kommen können. Und genau, eben Herr Offermann hat auch aus dem Chat noch die Position Pax Christis heftig angefragt. Also übernimmt Pax Christi nicht das Fake-Narrativ Russlands, fragt er. Und dann die zweite Frage, wieso soll es keinen gerechten Krieg geben? Wie wurde denn Hitler besiegt? Wie Auschwitz gestoppt? Das sind sicher Fragen, mit denen Sie häufig auch konfrontiert werden. Ich meine, dieser Vergleich mit Hitler ist natürlich ein Totschlagargument. Also der kam bei Saddam Hussein, kam im Spiegel ein Titelbild der Wiedergänger, also als Wiedergänger Hitlers, der kam bei Gaddafi. Und dieser Vergleich mit Hitler, das ist ein Versuch, praktisch alles zu rechtfertigen, was man militärisch machen kann. Also ich finde das ein Totschlagargument. Und wie kommt man raus? Nach Saddam Hussein kam der IS. In Syrien ist Chaos. Also für mich ist nicht nur die Frage, was muss man machen oder was kann man militärisch machen, sondern wie kommt man da wieder raus? Also man kann militärisch nur das verantworten, was nicht schlimmer ist, wie wenn man es nicht gemacht hätte. Danke. Ja, vielleicht gibt es weitere Punkte über diesen Ukraine-Krieg und vieles, was uns heute beschäftigt, da kann man natürlich schon heftig und lange diskutieren. Klar, ist ja auch vielleicht ganz sinnvoll, oder das dort zu tun, wo man auch miteinander ins Gespräch kommt. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Fragen bezüglich des Themas von Guardinis Rede oder dessen, was Sie vor allem aus der biblischen Perspektive gesagt haben. Also mir schien das schon sehr wichtig. Wir müssen irgendwo eine Position auch beziehen zu solchen Aussagen Jesu, wo er ganz dezidiert Gewaltlosigkeit zum Ziel christlicher Existenz macht. Ja. Darf ich da dazu was sagen? Weil das mir auch, ich glaube, das war ja eigentlich auch Ziel Ihrer Rede. Ja? Ich glaube, die konkreten Lösungen, die sind auf eine Weise verworren. Das heißt, das Dilemma, das in all diesen Fragen steckt, ist ja so nicht beantwortet. Die Dilemmata sind völlig klar.
Also keine Verteidigung ist genauso problematisch, absolut problematisch. Ja. In dem Sinne habe ich jetzt Ihre Rede auch nicht verstanden als sozusagen konkrete Anleitung, was man damit machen kann. Das glaube ich nicht, sondern aber einfach so nochmal eine Zielvorgabe. Und ich habe einen Gedanken gehabt während Ihrer Rede. Ich habe gedacht an Münster, wo man im Saal des Friedensschlusses 1648 bei der Versammlung der Außenminister das Kreuz abhängt. Das ist genau das falsche Signal. Ja. Und zwar deswegen, weil das Kreuz einen Gewaltverzicht darstellt. Und da fällt, das Kreuz ist das Zeichen für Gewaltverzicht. Und es wird unentwegt interpretiert, also nicht unentwegt, aber es ist jetzt wieder so interpretiert worden, als würde man damit eine bestimmte Position anderen Leuten wieder aufs Auge drücken. Wir haben die Diskussion schon mal durchgefochten mit Edith Stein bei der damaligen Versuch der EU. Ja. Wir haben ja keine Präambel, also wir haben keinen Vorspruch zur Verfassung Europas. Das Wort Gott kommt nicht vor. Und wir haben damals mit Edith Stein argumentiert, also Benedicta Acruze, dass im Kreuz genau ausgesprochen ist. Und zwar nicht eine Besetzung bestimmter Positionen innerhalb von Europa, sondern genau ausgesprochen ist, was Edith Stein ja auch formuliert hat, dass hier gerade keine Vergewaltigung eines anderen und keine Machtübernahme und keine Form von Bevormundungen als solchen dasteht. In dem Sinne fand ich das Zeichen, also Kreuze abzuhängen, immer mit derselben wirklich, Entschuldigung, dummen Begründung, statt mal umgekehrt darauf hinzuweisen, dass genau hier ein nicht gewalttätiges Zeichen aufgerichtet ist. Sie sitzen übrigens unter einem. Und das glaube ich, wir wären verpflichtet, Christen als Christen, mal darauf hinzuweisen, dass gerade keinen Gewaltausdruck bedeutet. Und man kann nicht immer so tun, als würde mit bestimmten Zeichen ein Herrschaftsanspruch durchgesetzt. Es ist im Gegenteil ein Symbol, gerade eben nicht durchzusetzen. Und da glaube ich, da wäre eine Aufgabe. Da wäre, würde ich sagen, da wäre Pater Christi mal sehr gefordert, um klarzumachen, was das Kreuz bedeutet. Ja? Dass das als Herrschaftsanspruch eingesetzt wurde, immer unbestritten. Aber wir leben ja nicht sozusagen aus einer Naivität heraus. Ich empfinde es heute naiv. Ich finde es unglaublich naiv, zu sagen, da räumen wir das Zeichen ab und dann ist schon Friede. Ja? Ich glaube, da liegt eine Aufgabe, dass man das mal klar macht. Dass im Kern der Gestalt Christi sowas liegt wie ein gerade nicht zurückschlagen, gerade nicht. Also da habe ich so den Tenor Ihrer Rede auch gesehen, wobei mir kommen genau dieselben Probleme auf der Ebene, die wir konkret beantworten, glaube ich, da gibt es keine Antwort, da sehe ich auch keine Antwort von Pax Christi. Wie löst man die Dilemmata? Das ist die klassische Frage. Angriff verpflichtet im Grunde zu einer Verteidigung, vor allem des Schwächeren. Also selbst wenn ich nicht angegriffen werde, habe ich aber für einen Schwächeren noch einzustehen, schon im zivilen Umgang. Und wo schlägt das dann um wieder eben in einen Kreislauf? Das ist furchtbar schwierig. Also was habe ich immer empfunden, es gibt ja solche Bemühungen, aber die kenne ich zu wenig. Sowohl im Vorfeld als auch im Verlauf eines solchen Konfliktes geheimdiplomatisch versuchen, Zonen auszumachen oder Korridore auszumachen oder Versorgungsstrategien auszumachen, in denen einfach konkret und direkt geholfen wird. Es ist noch kein Eingreifen in den unmittelbaren Kriegsablauf, aber da könnte ich mir auch vorstellen, wenn es sowas wie Pax Christi, wenn es überhaupt erlaubt ist, wenn die überhaupt zugelassen werden, ja, für solche Vorgespräche, auch für die Einrichtung von solchen Fluchtkorridoren oder solchen Dingen. Ja. Oder das Getreideabkommen. Ja. Oder Getreideabkommen, genau, ganz richtig. Also die sind ja noch am Rande dieses Konfliktes, aber dass man über diese Argumente da reinkommt oder über diese Verhandlungen. Aber da ist Pax Christi wahrscheinlich diplomatisch zu schwach. Ja, klar. Also ich denke, da braucht es Dritte. Also so wie das bei dem Getreideabkommen war, die denen helfen, da rauszukommen. Ich glaube, die zwei sind so, das ist ja der Hass in der Ukraine, also das ist ja verständlich, was da passiert. Und ich denke, das andere, also was man langfristig machen muss, ist einfach
Strategien von gewaltfreiem Widerstand aufzubauen. Also es gab ja in der Ukraine Beispiele, wo die Menschen gewaltfrei Bürgermeister befreit haben, als die von den Russen angegriffen worden sind. Das ist natürlich riskant, aber ich meine, sowas muss man fördern. Wir haben in der Erziehung haben wir die Gewalt gehört nicht mehr dazu und das muss auch in der Politik so weit kommen. Ja. Danke. Vielleicht als Ergänzung nochmal zu diesen kleinen Schritten. Ich habe ja schon das Wort Getreideabkommen eingeworfen. Meines Erachtens auch ein bisschen untergegangen ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass in dieser Schlusserklärung zu dem G20-Gipfel, der vor kurzem war, der Einsatz und die Drohung, nicht nur der Einsatz, sondern auch die Drohung mit Atomwaffen verurteilt wurde. Ich denke, das ist mal ein ganz großer Schritt. Einerseits ein kleiner Schritt, aber faktisch ein großer Schritt. Das wollte ich als Nächstes sagen. Und das ganz Entscheidende dabei ist eben, dass China das mitgetragen hat. Und ich glaube, daher sollte dieser Schritt nicht übersehen werden, als Signal an die Weltgemeinschaft, aber auch als Signal an Putin, dass China, das sich ja ein bisschen die Situation offen gehalten hat, aber da eigentlich einen Schritt von Russland weggemacht hat und denkt, das Verhalten Chinas ist in vielfältiger Weise für unsere Zukunft, auch für den Frieden entscheidend. Gell? Wir sprechen jetzt immer Russland, Ukraine, aber das Thema China und Taiwan steht im Hintergrund. Gell? Also insofern hat Obama damals sicher mehr an China gedacht, also den sicher falschen und verheerenden Satz ausgesprochen hat, dass Russland nur eine Regionalmacht ist. Aber die andere Seite oder das bisschen Richtige daran ist halt doch, dass die Frage, wie geht China in Zukunft vor, natürlich nochmal für die Weltgemeinschaft prägender und entscheidender sein wird als das Verhalten Russlands. Kommt eine neue Frage? Ja, es ist immer, Herr Offermann ist einfach offenbar nicht zufrieden mit Ihrer Antwort zum Thema des Arguments gegen mit Hitler. Also er sagt, das sei keine Antwort auf seine Frage gewesen. Und dann erwähnt er Corinne Kardinal Koch, ein absoluter Pazifismus, der zuschaut, wie Gewalt angewendet wird, ist nicht christlich. Es gibt da als Zitat an Wie stehen Sie zu einer solchen Aussage? Also das ist ja bei uns bei Pax Christi auch die Auseinandersetzung. Also die Position wurde auch vertreten. Also ich glaube, dass dass Waffen, die geliefert werden, ich glaube, dass sie den Krieg verlängern. Die Frage ist, wie kommt man aus diesem Krieg heraus? Und meine Befürchtung ist, dass es zu einem Stellungskrieg kommt wie zwischen 1914 und 1918, wo praktisch nur noch das einzige Ergebnis nur noch Tote sind und irgendwann. Und ich glaube, dass die Position der Ukraine auf Dauer, glaube ich, nicht stärker wird. Also von daher muss man alle Kraft darauf verwenden, dass man da jetzt rauskommt, finde ich. Ja, vielleicht wäre jetzt der Punkt, wo Frau Gelb-Falkowitz, ihr eigene Gedanken nochmal hier einstiftet. Danke für die Antwort und für die erste Runde des Gesprächs. Wir können nachher noch das weiterführen und stiften jetzt Ihren Beitrag hier ein. Es gibt zwei Teile. Einen kleinen biografischen Blick nochmal auf Guardini, weil er mit zwei Weltkriegen mit zwei Weltkriegen sich auseinandersetzen musste, schon als junger Mann, damals erst 30 Jahre alt. Er war Militärkrankenwärter während des Ersten Weltkrieges in Mainz. Und das ganz große, auch bei ihm ein Dilemma, seine Brüder kämpften auf der italienischen Seite. Also es geht mitten durch die Familie durch. Er hatte ja eine deutsche, also genau genommen hessische Staatsbürgerschaft damals. Er wurde Hesse bei der Naturalisierung 1911 und musste als Priester natürlich nicht in den Dienst, aber eben seine drei Brüder, also die zwei Älteren jedenfalls, kämpften auf der italienischen Seite. Der Vater als italienischer Prokonsul hat Mainz verlassen müssen. Italien war damals auch Kriegsgegner. Also es geht mithin durch die guardinische Familie durch, hat ihn unglaublich belastet. Der Vater kam dann zurück und starb unmittelbar danach, 1919, ist in Mainz begraben. Der Friedhof wurde bombardiert, das Grab existiert nicht mehr.
Es gibt eine Rede, dazu kommt natürlich nach wie vor bei ihm diese doppelte Zugehörigkeit, also kulturell und abstammungsmäßig klar Italiener, aber von der Wahl her, auch von seiner inneren Wahl her, wirklich auch Deutscher, also auch von der Sprache her. Das hat ihn auch beschäftigt, weil für ihn, jetzt auch in einem Brief an Weiger, niemals ganz klar waren, wo die wirklichen Wurzeln sind. Oder besser gesagt, er hat bei Weiger Wurzeln gesehen, die er nicht hat. Und er hat 1922, ich meine 1922, eine Rede gehalten in Grüssau, heute ist es polnisch, im berühmten Kloster Grüssau, wo er über Europa sprach. Heute ist das in aller Munde, das gehört auch zu den Wörtern, die so billige Münze sind. Ja. Damals war das wirklich neu und Guardini versucht, um den Gedanken Europa 1922 zu formulieren, und zwar für sich als Hilfe, weil er weder dem einen ganz noch dem anderen ganz angehört, sondern gehört eben beiden an und da kann man mit ganz oder halb gar nicht arbeiten. Und das ist eine ganz kleine Rede, gar nicht von ihm publiziert, sondern ich habe in den Schildgenossen einen Bericht darüber gesehen, das fand ich für ihn, glaube ich, ausgesprochen lösend, aber da wird klar nochmal auch, welcher Seite gehört man eigentlich zu, also wenn man hier überhaupt von Seiten sprechen kann. Und die Lösung, die er auch in der Rede hat, ist eine dritte übergreifende Einheit zu finden. Das ist jetzt natürlich im Blick auf den Krieg nicht so schlicht zu sagen, aber dieses Verpflichtetsein für mehrere Seiten, das ist das, was ihn, glaube ich, ein Leben lang auch bedrängt hat. Ich komme auf den Zweiten Weltkrieg. Guardini hat von Anfang an in Potsdam und dann in Berlin natürlich das Hochkommen der Nazis erlebt. Er schreibt einmal, er arbeitet in der Staatsbibliothek unter den Linden, dass er einen Marschtritt der Kolonnen hört, die da unter den Linden laufen. 1939 wird sein Lehrstuhl aufgehoben. Dazu kommen noch ein paar Erlebnisse. Also der Mann spricht so sehr hier, man hört immer dieses leicht, also sozusagen nicht tagespolitische, ganz klar nicht. Man hört das philosophisch, da gehe ich gleich drauf ein. Aber er kommt aus sehr, sehr klaren Betroffenheiten. Er kommt aus sehr klaren Verwundungen. Und eine Verwundung möchte ich erwähnen, weil sie wenig bekannt ist. Er wird 1942 noch nach Greifswald eingeladen von einem Priester namens Alfons Maria Wachsmann, ein Namenskollege. Am nächsten Morgen wird Wachsmann verhaftet, er wird ein paar Wochen später hingerichtet. Er wird verhaftet, weil er Guardini eingeladen hatte und offensichtlich halb Greifswald bei dieser Veranstaltung war. Gleichzeitig war eine Einladung von irgendwelchen Nazi-Größen, zu denen keiner ging. Also Guardini galt hier jetzt sozusagen als rotes Tuch. Man hat ihn nicht direkt gegriffen, eben weil er wohl Italiener war. Damals war die Achse Berlin-Rom sehr stark, Unterschied zum Ersten Weltkrieg. Und man wollte Guardini nicht rausnehmen, aber man hat seine Freunde bestraft oder die, die ihn kannten. Guardini hat daraufhin keine Einladung mehr angenommen. Aber man merkt daran, also wie nah er in der klaren Bedrohung, also im Griff auch der Nazis war. In den Gestapo-Akten von Würzburg, die in Rothenfels liegen, ist er auf Platz 1 verzeichnet. Die haben genau die Leute in Rothenfels überwacht und von 300 Namen steht er auf Platz 1. Er wäre irgendwann mal geliefert worden, irgendwann. Also wäre der Krieg gewonnen worden, wäre Guardini klar absolviert worden. In gewissem Sinne hat ihn seine Italianità geschützt. Ich komme zu Mooshausen und leite von da über zum Inhalt seiner Rede. Er landet ja in Mooshausen, weil er ausgebombt ist. Also ursprünglich einfach, weil Goebbels die Zivilisten aufforderte, nicht nach Berlin zurückzukehren, sofern sie außerhalb von Berlin waren. Also unvermutet, er hat nicht Abschied genommen von Berlin, sondern er wird gezwungen, einfach irgendwo Zuflucht zu finden. Sein Haus wird dann getroffen, er kehrt nie mehr zurück. Das einzige Haus, das er je sein eigen nannte, in dem er sich wohlfühlte, das gehört übrigens auch dazu. Also diese Existenz als nicht zu Hause. Mooshausen noch am meisten, aber man darf sich Mooshausen jetzt nicht so vorstellen wie heute. Auch von den Zimmern her, wir wissen, dass er da drüben seinen Schreibtisch hatte, da gibt es auch einen kleinen Brief. Von Berlin nach Mooshausen, das ist ein Schritt, den man verkraften muss.
Er schreibt also, glaube ich, auch von den 2 Quadratmetern Schreibtisch, auf die er jetzt sozusagen zurückgeworfen ist, ohne je die Aussicht zu haben, überhaupt wieder in die Öffentlichkeit zu kommen. Ja? Ein Mann, der also wirklich aus dieser Öffentlichkeit heraus auch lebt und spricht. Und auch ohne Abschied. Es kommen dann die Möbel, ich will das jetzt nicht ausführen. Aber wirklich, er hat ein Zuhause auch verloren. Er ist in diesem Sinne auch ein Flüchtling. Er hat wirklich, er ist von heute auf morgen, von heute auf morgen wirklich rausgeworfen worden. So. Das ist der erste Punkt, den ich sagen will. Dass er biografisch auch verwundet ist, das ist überhaupt kein Zweifel. Und die Überleitung mache ich so, er hat 1937 im Herrn, also noch vor dem Kriege jetzt, im letzten Teil in der Apokalypse eine erstaunliche sprachliche Wendung. Das ist mir aufgefallen, wenn man das aufmerksam liest. Der Herr zeichnet ja das Leben Jesu nach und in der Apokalypse ganz am Schluss kommen ein paar ganz starke Kapitel. Und in manchen dieser Aussagen geht Guardini in die Gegenwart. Er kommt plötzlich ins Präsens sprachlich. Also wenn man das jetzt mal vom Präsens her liest, heißt es, dass er beobachtet, was vor sich geht, also apokalyptisch. Weiger hat überliefert, dass Guardini mit ihm besprochen hat, eine Litanei zur Wiederkunft Christi. Die ist nicht geschrieben worden. Das wurde hier in Dittmushausen diskutiert. Also dass man einfach nochmal eine Litanei brauche, um die Wiederkunft Christi zu erbitten oder auf jeden Fall sie vorzubereiten, geistig. Das heißt, diese apokalyptische Erfahrung für Guardini wird sehr, sehr stark. Daraufhin den Herrn auch nochmal lesen, das ist alles sehr stark. Er hat noch ein winziges Schriftchen 1940 über den Widersacher. Das sind diese 12-seitigen kleinen Heftchen, wo er über die Angst spricht. Und auch darüber, dass man keine Angst haben darf. Also in gewissem Sinne eine Beschwörung fast, dass man bei allem, was geschieht, wissen muss, dass der Widersacher nicht stark genug ist, um jemanden aus dem Vertrauen zu nehmen. 1952. Ein paar Wochen vor der Rede hat er ja im Katholikentag in Berlin zum ersten Mal wieder Berlin besucht und auch gesprochen. Das ist ein paar Wochen vorher, es war im August und diese Rede war jetzt im September. Auch da gibt es noch eine Postkarte, wo er sagt, wie merkwürdig es ihn berührt. Er kennt jetzt das völlig zerbombte Berlin. Ja, er hat Abschied genommen, als offensichtlich noch ganz wenig zerstört war. Und es berührt ihn sehr tief, die zerbombte Kurfürstenstraße, der Kudamm. Und er reflektiert auch, was in diesen Jahren geschehen ist, seit er weg ist. Es sind ja jetzt dann 9 Jahre gewesen, 43 bis 52. Eine winzige Postkarte immer. Aber da merkt man, wie immer bei Guardini, also da zittert mehr nach. Ja. Die Worte oben sind einfach, aber man merkt, dass hier da ist ein Resonanzboden drin, der ganz heftig ist. Und dieses Friedensthema, das ihm ja etwas vorgegeben war durch den Friedenspreis, macht er jetzt fest an 3 Dingen. Und da trifft man genau auf Guardini. Also Friede durch Sprache, Friede durch Wahrheit und Friede durch Freiheit. Wir können aber jedes Mal auch umgekehrt sagen, Friede in der Sprache, also auch Sprache schafft Frieden, die Wahrheit schafft Frieden, aber auch die Freiheit schafft Frieden. Also es sind jetzt 3 Momente und die führen wirklich in der Tat in seinen großen Gedankenkreis. Ein Wort fällt auf, er sprach von der Phänomen Blindheit in der Rede. Das ist ein Thema Guardinis, seit er spricht. Und umgekehrt ist es so, dass er ja gerade mit den Studierenden und mit den jungen Leuten in Rothenfels geübt hat, Phänomene zu sehen. Und da verklammert sich das, was wir heute als so fast unlösbar finden, weil die Phänomene, die uns entgegenkommen, schwer deutbar sind. Wie soll man sie angehen? Auch er hätte da wahrscheinlich jetzt keine direkte Lösung. Aber die Lösung, und ich will sie ein klein wenig heiter einleiten, dann aber wieder ernst werden. Er spricht ja auch vom Fotografieren als dem scheinbaren Wahrnehmen von Phänomenen.
Hier steht sein Fotoapparat. Christa hat mir gerade den Tresor aufgeschlossen. Den hat er in Berlin gekauft. Er stammt aus Dresden, also ist die Firma Ennemann in Dresden. Und ich habe ihn von einem späteren Sekretär Guardinis geschenkt bekommen, der damals beim Herrn mithalf zu schreiben und mir vor seinem Tod diesen Apparat schenkte und behauptet hat, er würde noch gehen. Also vielleicht gibt es Techniker, die das wieder instand bringen können. Sie können auch gerne anschauen. Nicht billig, war ein ziemlich teurer Apparat. Und Guardini hat wohl sehr gerne fotografiert. Und dann, nach Auskunft des Sekretärs Erich Görner, eines Tages gesagt, ich tue es nicht mehr, Punkt. Und hat es auch nicht mehr getan. Und hat den Apparat seinem Sekretär geschenkt. Also ein dezidierter Entschluss, wie er vieles ja sozusagen sehr, sehr entschieden macht. Ja? Das geht auf diese selbstironische Bemerkung da mit dem Fotografieren, wo die Leute auch gelacht haben. Fotografen besser. Genau, genau. Ich wollte es nochmal sagen, also er hat eine Empfänglichkeit, selbstverständlich. Er ist ein Mann des Auges. Und leider kenne ich jetzt keine Fotos, die er gemacht hat. Das müsste man auch nochmal prüfen, wie das, ob da wirklich was rauskam. Er hat sich damals mit dem besten Fotografen Deutschlands übrigens verständigt, auch in Berlin. Wir haben sehr gute Porträtaufnahmen, Renger Patsch, vielleicht ist das einigen von Ihnen ein Begriff. Renger-Patsch, der hat dann später das Burgbuch gemacht auf Bitten von Guardini, weil er wirklich ein ausgezeichneter Schwarz-Weiß-Fotograf war. Das heißt, Guardini hat sehr wohl ein Gefühl gehabt für die künstlerische Qualität, vor allem der Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich habe das Buch zu Hause, ist grandios. Müssen wir eigentlich mal hierher bringen. Ja? Und es gibt diese berühmten Porträts Mitte der 30er Jahre in Berlin, die sind von diesem Renger-Patsch. Also wo der 50-jährige Guardini sich porträtieren lässt, auch von ihm. Das heißt, es ist keine eigentliche Verachtung, sondern ich komme jetzt zurück zum Thema Phänomen Blindheit. Und damit will ich das runden. Was Guardini kann, und damit kommen wir, glaube ich, auf diese Ebene, die er in der Rede anzielt. Er hat sich ja hier als Philosoph bezeichnet, nicht als Theologe. Abseits vom Weg, aber doch in vielen Dingen, die dann wieder auf den Weg mindestens mitgehören. Phänomenblindheit. Guardini ist ganz tief in allem, was er schreibt, eigentlich von Anfang an nochmal ein Mann des Auges, ein Mann, der sieht. Also da gibt es unglaublich schöne Texte. Wenn man das nicht kennt, einfach mal auch in Spiegel und Gleichnis schauen, weil es springt einen geradezu an. Das sind ja auch Landschaftsschilderungen. Und Phänomen ist ein großes Wort dieser Zeit, er nimmt es aber wohl auch tiefer, als die reine Phänomenologie es versucht. Phänomene sind bei ihm Offenbarungen. Also natürlich Erscheinung im Wort sind, aber Offenbarung, Guardini nimmt das jetzt sehr deutlich, dass die Schöpfung, so wie sie uns entgegentritt, selbst schon die Offenbarung ist. Da gibt es jetzt Irritationen, gar keine Frage, aber zunächst mal das Auge auch zu öffnen für diese Offenbarung dessen, der das getan, der das geschaffen hat. Eine erste ganz große Augenöffnung. In diesem Sinne ist die Schöpfung bei ihm auch wahr. Es ist Wahrheit natürlich nicht eine Eigenschaft an einem Gegenstand, sondern Wahrheit ist ein Beziehungsgeschehen. Aber wer sich diesen Dingen öffnet in einem sehr klaren und offenen Sinn, kommt in eine Ebene von Gespräch, Rede, Antwort. Also in der Wahrnehmung der Phänomene liegt etwas Responsorisches, ich antworte drauf. Und ich antworte entweder flach, vordergründig oder ich kann auch sehr intensiv in die Tiefe gehen. Und vom Antworten her wäre das Phänomen Sprache bei ihm, das, was man sehr genau hören muss. Ich will jetzt mal die Gegenposition aufmachen. Ich glaube, dass er leider recht hat. Es ist erstaunt, dass er 1952 von einer Entleerung spricht. Er kann natürlich auch noch das Wörterbuch des Unmenschen im Auge haben. Ja, also das Nazi-Deutsch ist selbstverständlich eine grauenhafte Entleerung. Aber wir stehen heute in Sprachentleerungen intensivster Art. Intensivster Art. Übrigens Phänomenwahrnehmung voll getrübt. Das beginnt mit der nicht mehr Differenzierung zwischen Mann und Frau. Tut mir leid, ich greife jetzt einfach mal rein. Ja. Mit Fragen, die einfach phänomenal nicht mehr zu beantworten sind, sondern in gewissem Sinne wirklich nur intellektuell problematisiert werden oder also auch psychische Probleme vorstellen. Ja. Aber wir arbeiten intensiv an einer Sprachzerstörung.
Wir suchen im Moment Neopronomina zu schaffen für Geschlechter, die es nicht gibt. Für Geschlechter, die es nicht gibt. Ich möchte damit nicht die Problematik verkleinern. Aber die Süddeutsche hat kürzlich einen Artikel gebracht, also statt er und sie, ich mache mal ein Beispiel, weil es wirklich, es ist so fast so lächerlich, dass man es fast hört, wie falsch das ist. Statt er und sie sagt man NIM, N-I-M, eine Person ist NIM. Ihr Pronomen heißt NIMSEN, ich NIMSE mich als, weiß ich nicht. Also man hört schon von der, es ist wirklich nicht erfunden, ich habe den Artikel da. Und wenn man hört, wie hier mit Sprache künstlich umgegangen wird, nimmt sie Persönlichkeit, also ihre Persönlichkeit nimmst sich als nimm wahr. So. Das klingt jetzt vordergründig, ich glaube nicht, dass es es ist. Es ist einfach ein Index dafür, dass wir glauben, dass wir Sprache beherrschen. In Wirklichkeit verwenden wir Sprache technisiert. Also wirklich nochmal werkzeuglich, aber in einer Weise, in der sie eigentlich ihrer eigenen Aussage sehr tief beraubt wird. Entbindet nicht von der Frage, ob wir es schaffen, mit solchen problematischen Entwicklungen tatsächlich sprachlich umzugehen. Aber in der Weise einer solchen Sprachkonstruktion, es gibt noch mehr Vorschläge. Xin steht auch am Horizont. Also man artikuliert sozusagen am Computer irgendwelche sozusagen Neopronomina. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, von Nicht-Männern, Nicht-Frauen zu sprechen, weil man von Frauen und Männern nicht mehr spricht. Ja. Also auch in der Negation merkt man ja, es ist einfach nur noch eine Form von Abwehr, also einfach Phänomenen gegenüber, die man entweder als Beschränkung wahrnimmt oder als nicht mehr sich selber gerecht werdend. Es ist ein ganz schwieriges Phänomen, aber wenn Sprache in dieser Weise tatsächlich jetzt funktionalisiert wird, um bestimmte Inhalte auszudrücken, die als solche nicht existieren, dann wird es, glaube ich, ziemlich schwierig. Damit sind wir am Problem der Wahrheit. Ich möchte es nochmal festmachen, nein, festmachen nicht, aber nochmal die Frage, das ist meine Abrundung. Wenn man Frieden schaffen will oder Friede sich selbst schaffen soll, also nochmal auf die Frage, wer ist Friede, nicht nur was ist Friede, dann ist, glaube ich, die Aufmerksamkeit gerade nochmal auf Freiheit zu richten. Welche Sprache macht frei und welche macht unfrei? Und wie weit müssen wir in Sprachdiktate einmünden, deren Entsprechung wir im Phänomenalen überhaupt nicht mehr sehen? Also wo wir gar nicht mehr wahrnehmen, worüber wir sprechen. Oder wo uns Wahrnehmung aufgezwungen werden, weil wir sehen sollen, was wir eigentlich nicht sehen. Das finde ich das Problem. Also wo wir über die Sprache verpflichtet werden, irgendwas zu sagen, was uns weder einleuchtet, noch in gewissem Sinne faktisch da ist, sondern wir schaffen jetzt Fakten, ja, neue Fakten, andere Fakten. Das Problem ist mir klar, ja, ich will da auch nicht mit dem Holz, also mit dem Getreidemäher, also mit dem Rasenmäher durch. Aber insofern ist diese Rede tatsächlich prophetisch. Also wie weit können wir innerhalb unserer Wirklichkeit Phänomene gelten lassen, also wirklich etwas zur Erscheinung kommen lassen, etwas, was mit unserem nach wie vor auch sinnlichen Eindrücken so weit übereinstimmt, dass wir gerechtfertigt von etwas sprechen können? Oder wie weit werden wir gezwungen, Wörter zu verwenden, deren Wahrheitswert wir nicht erkennen, die mich zwingen, in einer Weise zu denken, die ich nach außen hin zwar annehmen kann, aber nach innen empfinde ich eine Gegenwehr, kann das auch gar nicht mehr richtig begründen. Also unsere Begründungspflicht wird uns selber auferlegt, ja. Also nicht die Sprachveränderer begründen ihre Position, sondern wir müssen begründen, wenn wir es nicht tun. Ich habe jetzt mal dieses Beispiel genommen, weil es mich persönlich sehr stark betrifft. Auch ich stimme als Nichtfrau ab. Entschuldigung, als Nichtmann. Entschuldigung, als Nichtmann. Ich muss als Nichtmann abstimmen. Ja? Mich fragt keiner, wer ich bin oder warum. Also ich muss halt so abstimmen. Ich bin als Nichtmann registriert. Das ist nur der Synodalen Weg bin ich ein Nichtmann, ganz einfach.
bin auch ein Nicht-Bischof, okay, das akzeptiere ich ja. Sind Sie froh? Ich bin ein Nicht-Laie. Du bist ein Nicht-Laie, richtig, ja. Aber da trifft es ja zu, verstehst du? Aber ich meine, Nicht-Mann trifft ja auch zu. Aber ich hätte ja eine positive Bestimmung. Warum darf ich die nicht nehmen? Ja, das ist doch die Frage. So. Aber ich gehe mal raus. Also ich möchte es bitte nicht nur polemisch gehört haben. Ja, natürlich ist ein bisschen Polemik drin, weil ich mich einfach unterschätzt fühle, ja, ehrlich gesagt. Man wird so als eigenartig, weiß ich nicht, man wird so belehrt. So, aber Punkt. Friede im Gespräch, Friede in den Worten, Friede in der Wahrnehmung dessen, was sich mir auch zeigt. Und es darf sich mir auch zeigen. Und ich darf auch das, was ich zeige, nun in seiner Vielfalt, durchaus Vielfalt darstellen, erweitern, aber nicht in diese Kanalisierungen leiten, die jetzt tatsächlich nur noch in diese Funktionen. Bestimmte Dinge darf ich denken, andere darf ich nicht mehr denken, darf ich auch nicht mehr ausdrücken, übergehen. In diesem Sinne ist Friede tatsächlich auch an Freiheit gebunden. Vielen Dank, soweit. Mhm. Danke. Danke nochmal zu Guardini-Bezügen, aber auch zu aktuellen Fragen, die dich beschäftigen, die uns alle irgendwo beschäftigen. Auch da gibt es ja, also wir sind in einer Sprachkrise auch ein Stück weit heute. Wie auch immer man sich da entscheidet, man ist in einer gewissen Unsicherheit geraten. Das merken wir in der Theologie, in den Fakultäten und so weiter, natürlich auf Schritt und Tritt auch. Zu dieser Sprache, also da noch ein kleiner Nachtrag in dieser Zeitschrift, die ich sehr interessant finde, von 1945 bis 1949, Die Wandlung, da hat Guardini nichts geschrieben, aber da gibt es immer die Rubrik, gerade in jedem Heft war, aus dem Wörterbuch eines Unmenschen. Mhm. Also dieses Stichwort. Das ist der Klemperer von Dresden, ja. Ja, und da wird praktisch immer, werden Begriffe praktisch so abgeklopft, die in der Nazizeit verwendet wurden. Und die werden jetzt sozusagen nochmal hinterfragt. Auch Begriffe, die wir heute bis heute verwenden übrigens, wird dort als sehr, zum Beispiel Lehrkraft oder als Angleichung an Wehrkraft und so weiter, wie das von Nazideutsch geprägt wurde. Also da würden diese Worte sozusagen nochmal, wie uns heute schon, die sind dann trotzdem eingegangen in unseren Sprachgebrauch, aber werden dort als Unworte sozusagen aus der Zeit. Und da ist mir aufgegangen, ja, was damals auch erforderlich war in dieser Zeit des Übergangs in die 50er Jahre, also eine Art von Sprachreinigung zu vollziehen. Also Sprach. Und Guardini sagt einmal in einem seiner Vorträge hier zur Jugend, er spricht jetzt zu Jugendlichen, die gar nichts anderes erlebt haben als die Nazizeit, ne? Also das 1945. Wer eben, das da halt ein kleines Kind war, aber dann eben als Jugendlicher in diese Welt hineingelassen ist. In der Schule gehört in alle diese Worte gehört. Und da ist, deswegen war er auch so sensibel für diese Sprachfrage, auch 52 nochmal das aufzugreifen. Das war, da merkt man ja richtig, wie, das ist ja eigentlich ein Thema, also es geht ein bisschen drüber hinaus, fast ein zweiter Teil dieser Rede mit über die Sprache, dass das ein Thema ist, das ihn ungeheuer beschäftigt hat. Also die ganzen Jahre hinweg schon, aber eben auch nochmal vor diesem Hintergrund, ja. Weitere Rückfragen oder Anmerkungen aus dem Kreis? Ja, gerne. Guardini sagt ja in seiner Rede auch, Worte sollen Frieden stiften. Das ist ja einer der großen Aufhänger auch, wenn man so will, das Motto, ein Motto des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Und vor diesem Hintergrund möchte ich einem gewissen persönlichen Unbehagen Ausdruck verleihen, in aller Vorsicht und auch bei aller Wertschätzung der Preisverleiher. Die letzte Verleihung des Friedenspreises deutschen Buchhandels passt nicht in diesen Kontext, finde ich. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich verstehe diesen Autor aus der Ukraine, der sicherlich sehr verwundet ist, ist ein verwundeter Mensch, aber ihm ist aus meiner Sicht nicht gelungen, das zu leisten, was eigentlich Sprache leisten muss. Ich komme jetzt auf Guardini zurück. Worte sollen eben verbindend sein. Und ich finde in dem Zusammenhang Worte dieses Autors wie
dass eben die Menschen auf der Gegenseite Tiere sind und Unrat und was er sonst noch so alles von sich gegeben hat, aus meiner Sicht nicht zielführend. Also ich finde, das wird nicht diese Brücke schaffen, die die Sprache eigentlich leisten muss. Und vielleicht noch als Letztes dazu, gutes Beispiel, wer das zum Beispiel geschafft hat, obwohl er vielleicht in einer ganz anderen Dimension verwundet wurde, ist eben Nelly Sachs. Man möge mal nur die Gedichte in den Wohnungen des Todes lesen, wie jemand da sein Leid in Sprache verwandelt hat. Und zwar in eine Sprache, die irgendwo den Menschen auch irgendwo ein Stück zur Erhellung beiträgt, finde ich. Da sehe ich also große Unterschiede. Und vielleicht ist das instrumentalisiert worden in dem Sinne von, was Frau Falkowitz gesagt hat. Irgendwo ist diese Preisverleihung vielleicht auch hat dazu gedient, eine gewisse Sichtweise irgendwo zu instrumentalisieren, wie wir hinschauen sollen oder müssen. Das ist so mein Wort dazu. Danke für diesen Beitrag. Ich habe das leider nicht so verfolgt, speziell jetzt diese letzte Rede, aber es war ja mehrmals in der Geschichte, da bin ich jetzt auch nicht drauf eingegangen, die Martin-Walser-Rede war ja auch ziemlich schwierig, sage ich mal, hat ja sehr viel Unfrieden gestiftet damals. Also so praktisch ein Stück weit fast entschuldigend die Zeit des Nationalsozialismus, so konnte man es jedenfalls verstehen. Also er hat jedenfalls nicht verstanden, die Sprache so einzusetzen, und er ist ein Meister der Sprache. Nelly Sachs, das habe ich nicht gelesen, hier, diese ihre Rede, die ist ja viel später, aber 65 ist ja später, aber es wäre auch nochmal interessant, weil ich das auch sehr schätze, ihre Art auch damit, mit diesem Leid umzugehen, sie in Sprache zu verwandeln, das ist wirklich eine große, große Dichterin. Dem würde ich auch sehr zustimmen. Also Nelly Sachs ist ein unglaubliches Beispiel, ja. Auch übrigens natürlich von der Beherrschung der deutschen Sprache her grandios. Also allein schon von daher, unabhängig von ihren Themen, ja. Aber ich wollte hinweisen, Kermani vor vier, fünf Jahren, glaube ich, das fand ich einen sehr würdigen Preisträger. Und zwar gerade, weil er es geschafft hat, auch in einem anderen Buch. Ich glaube, das war jetzt so eine Rede, die hat ja wirklich verblüfft. Ich glaube, das war noch die Regierung Schröder, meine ich. Also da saßen vorne in der Paulskirche so diese Minister und auch, ich glaube eben Schröder, der ja nie einen, also die haben ja nicht den Eid auf die Bibel abgelegt, sondern einfach nur einen Amtseid, das ist, glaube ich, die ganze Mannschaft da. Und Kermani hat begonnen mit einem Gebet und hat dann auch an seinen Freund erinnert, einen entführten Jesuiten, glaube ich, der in der Türkei entführt wurde und im Kloster gefangen gehalten wurde, aus dem Kloster geholt wurde. Und Kermani hat das fand ich ausgesprochen hochrangig, versucht, auf diese Ebene zu kommen. Er selber als Moslem, allerdings eben nicht schiitisch, sondern als persischer Moslem und Christentum. Und er hat es geschafft, meine ich, die beiden, also da wirklich eine Brücke zu bauen. Das hat, mir hat das ausgesprochen imponiert. Und die Stille, die dann eintrat, als er da zum Gebet aufrief, die war auch verblüffend, weil diese deutschen Politiker da plötzlich gezwungen waren, sich zu positionieren, ohne dass sie das so richtig wollten. Ja. Man ist aufgestanden und er hat dann auch ein Gebet gesprochen. Also da fand ich so einen Moment, wo so ein Friedenspreis plötzlich aufbricht. Da wird was sichtbar. Ja. Später war ja dann mal die Diskussion, ob er nicht Bundespräsident werden sollte. Das wäre wahrscheinlich ein Schritt gewesen, der nicht so viel Zustimmung gefunden hätte. Aber er wollte es auch nicht. Aber von der Art, das war jetzt wirklich Brücke. Und nicht gelogen, also nicht im Sinne von, dass er jetzt gut Wetter macht, sondern da hatte man das Gefühl, dass er jetzt verstanden hat, worum es geht. Er ist jetzt in der letzten Zeit völlig verstummt. Ich weiß nicht, warum, was mit ihm geschehen ist oder nicht. Aber er hat auch diese wunderbare Interpretation christlicher Kunstwerke. Ja. Ganz, also wirklich ausgezeichnet. Ich empfehle das mal zu lesen.
Und da merkt man was, jetzt bin ich bei Guardini nochmal, wenn man Phänomene anschaut, er schaut nämlich Phänomene an und versucht sie vom Eindruck, vom unmittelbaren Eindruck her auch zu deuten. Hat sich mit dem Kreuz beschäftigt, er hatte übrigens ein Kreuz auf seinem Schreibtisch, probehalber, das erzählt er sogar, glaube ich, in der Rede, also probehalber, was das mit ihm macht sozusagen. Ja, das weiß nicht, wie das ausging, was es mit ihm machte, aber also das sind jetzt Versuche zu sehen, einfach erstmal kommen zu lassen, ja, erstmal aufzumachen, was kommt und dann auch sich selber zu öffnen. Das war ein großes Beispiel, ja. Danke, ja, das ist ja auch diese Philosophie, also wenn man so von philosophischen Hintergrund her denkt, die Phänomenologie, die eben das ein Stück weit auch immer noch leistet, wenn man an Jean-Luc Marion denkt, in Frankreich und anderen, während jetzt dann bei uns oder an den Universitäten die analytische Sprachphilosophie eine so große Rolle spielt, wo Texte auf ihre Logik hin überprüft werden und wo wir systematischen Theologen dann immer sagen, ja, was habe ich jetzt da? Also es geht doch ums Schauen, um das sich aussetzen dem, was sich zeigt. Das ist eigentlich die wichtigste Grundlage, auch um überhaupt Offenbarungstexte verstehen zu können. Nicht so sehr die Frage A plus B gibt C, wie auf Sprache übertragen. Also da ist eine ganz große Verengung auch in der philosophischen Debatte zu beobachten, die ich sehr besorgt beobachte. Ja. In Deutschland, also in Frankreich zum Beispiel nicht. Da ist die Phänomenologie noch sehr stark verwurzelt. Ja, vielleicht füge ich noch ein paar Gedanken an. Ich habe auch noch Bezüge, ein paar ganz sehr noch ergänzende zu Weiger und Guardini. Josef Weiger ist ja 1917 hierher als Pfarrer gekommen, noch während der Erste Weltkrieg war. Und er schreibt selbst in seinem Tagebuch oder Lebensrückblick, Buch der Erinnerungen, dass er damals beim Empfang ich sehe noch alles vor mir, die vielen Leute am Bahnhof, die geschmückte Kirche. Das ist noch ein Bahnhof. Das geschmückte Haus, genau. Noch weiß ich genau, was ich in meiner Ansprache nach dem Empfang in der Kirche sagte. Das Friedensprogramm Benedikt des 15. wollte ich im kleinen Kreis hierher übertragen. Boah, gewaltige Absicht für einen jungen Pfarrer, der sehr auch damals kränklich auch war. Also der hat keine größere Freude, aber er will der bäuerlichen Bevölkerung, ja, vielleicht etwas sehr überzogen, aber vielleicht aber auch wirklich, er hat es auch, glaube ich, geschafft, also in gewisser Weise hier auch ein Stück weit mehr Oase auch, oder etwas mit diesem Frieden zu zeigen. Ich habe da nochmal nachgeschlagen, was war denn das Friedensprogramm Benedikts des 15.? Der ist ja 1914, also Papst geworden, oder 13? 14. Bitte? 14. Also genau als der Krieg ausbrach, und hat also als eine erste Aktion, Mahnruf an alle Katholiken des Erdkreises, ja. Er wollte eben, hat sich sofort angeboten zu vermitteln, Friedens. Der deutsche Generalstabschef Erich von Ludendorff hat ihn als Franzosenpapst beschimpft. Der französische Premierminister Georges Clemenceau hat ihn der deutschen Fremdlichkeit bezichtigt. Ja, war sofort dieses Vertrauen weg, konnte nicht mehr. Er hat große karitative Einrichtungen stattdessen ins Leben gerufen, hat Hilfsorganisationen für alle Opfer sich zusichern lassen von der italienischen Regierung.
humanitäre, also Verlagerung von 13.000 verwundeten deutschen Soldaten aus französischen Kriegsgefangenenlagern in die neutrale Schweiz zum Beispiel, Hilfswerke für Vertriebene und Notleidende aller Konfessionen. Also hat eigentlich, was wenig bekannt ist, da wirklich so das, was ihm möglich war, getan. Und ich habe in von meiner Großmutter noch ein altes Gesangbuch und da war so ein Gebetsbildchen drin, aus dem Jahr 1915, mit dem Gebet, mit dem Friedensgebet Benedikts des 16. 15. Entschuldigung, ja, dann ist ja schon, ja. In der Angst, ja, genau. Ich verwechsel die Zahlen immer gerne. In der Angst und Not eines Krieges steht da drin, der die Völker und Nationen in ihrem Bestande bedroht, fliehen wir zu dir, o Jesus, zu deinem so liebevollen Herzen, als zu unserem sichersten Zufluchtsort. Zu dir, o Gott der Barmherzigkeit, flehen wir mit Inbrunst, wende ab diese schreckliche Geißel. Zu dir, o Friedenskönig, rufen wir in inständigen Gebete, gib uns bald den ersehnten Frieden. Und das war ein Gebet, das er praktisch, das alle Katholiken auf der ganzen Welt, also alle der verfeindeten Nationen, ja, beten sollten, die in alle Sprachen übersetzt wurde. Also das war so der Hintergrund dieses Pfarrers. Und da merkt man schon diesen Impuls, auch jetzt mitten im Ersten Weltkrieg auch schon die Frage zu stellen, ja, wo geht denn das hin? Wo geht denn das hin? Das ist nicht so sehr Ursachenforschung. Damals war es natürlich auch viel Ursachenforschung. Die Deutschen haben der Erzfeind Frankreich sind in Frankreich. Also das ist sicher wichtig, auch für uns nach dem Zweiten Weltkrieg, Ursachenforschung und diese schrecklichen Dinge, die die Nazis angerichtet haben. Aber dann auch der Blick nach vorne, wo geht das alles hin? Das Zweite, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, das war jetzt fast unabgesprochen, passt es dann rein, das Puzzlestück. Guardini hat ja schon 1924 einen Aufsatz geschrieben zum Titel Eine neue politische Wirklichkeit und das Aufsatz gegenüber Mahatma Gandhi. Mhm. Und er hat mittendrin, wo er auch diese Briefe, kulturkritische Briefe vom Commerce geschrieben hat, diesen Beitrag beim Lesen von Romain Rollins Buch über Gandhi geschrieben. Und dann sagt er, da ist ein Mensch, der hat die bisher so hoch gelobte Realpolitik zutiefst erschüttert. Hier steht ein Mensch ganz auf dem Boden des wirklichen Staates, willens von der gegebenen geschichtlichen Situation auszugehen. Besitz der Haltung und Fähigkeiten, den ganzen staatlichen und wirtschaftlichen Apparat zu brauchen, aber in der Reinheit der Gesinnung, Ehrlichkeit, Ritterlichkeit, Treue. Er verzichtet auf Waffen, die bisher zur Durchsetzung geistiger Ziele benutzt wurden, vor allem auf Gewalt und List. Er will sich ganz auf die Wahrheit stellen. Er macht deutlich, sobald eine hinreichend große Anzahl Menschen wahr bleibt und so zur lebendigen Auswirkungsebene für die Wahrheit wird, setzt sie sich durch, auch wenn zunächst Opfer gebracht werden müssen. Hier spüren wir die Probleme der kommenden politischen Haltung und die Aufgabe lebendiger Menschenbildung. Also eine ganz lange vorher, vor der ganzen Geschichte. Und für mich ist auch immer interessant, dass er auch in den Reden, sei es nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg, er redet jetzt nicht nur davon, wie schlecht jetzt oder was alles im Nationalsozialismus schlecht war, sondern er redet eigentlich über Dinge, die auch in der Gegenwart fortwirken. Also eine Denkweise, die zwar vielleicht versteckt ist, aber jetzt wie zum Beispiel diese Frage mit der Sprachverwirrung. Das ist jetzt nicht jedenfalls vordergründig, aber auch natürlich eine Kritik an der Propaganda der Nazis, aber es ist eine Frage an die eigene Gegenwart. Also er
stellt sich nicht hin und sagt, wir reden jetzt, was früher falsch gelaufen ist, sondern was jetzt falsch läuft und was vielleicht uns mit der damaligen Zeit, wenn auch natürlich in einer ganz anderen, von einer anderen Ebene, verbindet. Das war das zweite Gedanke. Und der dritte, nach dem Zweiten Weltkrieg ist natürlich von Guardini wichtig, dass er als erster Redner beim Gedenken an die Weiße Rose in München gesprochen hat, weil er dazu von der Familie Scholl eingeladen wurde, also vermittelt wurde, die Waage des Daseins. Das gehört auch in die Vorgeschichte, glaube ich, dieser Rede hinein, was er wahrscheinlich auch irgendwo, waren da natürlich Gründe, warum Guardini genommen, hier erwähnt wurde. Und wenn er auch sagt, er hatte wenig zum Frieden geschrieben, er hat 1948 in Paris als erster öffentlicher Vortrag eines Deutschen nach dem Krieg einen Vortrag gehalten, à la recherche de la paix, auf der Suche nach dem Frieden. Und hat dort nochmal, wenn man das jetzt nachliest, auch in diesem Sammelband Sorge um den Menschen 2, das mit dieser Friedenspreisrede abgedruckt, sind nochmal stärker, was Krieg auch ist. Also da setzt er sich nochmal stärker 3 Jahre nach dem Krieg und vor französischem Publikum mit dem Thema auseinander, was Krieg bedeutet eigentlich auch als Phänomen, wie es die Menschen verändert, wie es die Menschen prägt und was dann wie einem absoluten Krieg, wie er sagt, der absolute Friede entgegengestellt werden kann. Letzte Bemerkung ist ein bisschen, kann man ein bisschen humoristisch sehen. Moment, wo ist es? Das habe ich, ja. Nochmal zurück, jetzt muss alles noch fachlos. Es gibt nämlich eine ganz schöne Stelle, du hast es in deiner Edition, Guardini, die unveröffentlichte Texte betrifft, mit aufgenommen, wo Josef Weiger diese Friedenspreisrede hier im Radio hört. Und das schreibt er dann aus der unmittelbaren Geschichte, ich denke, das passt jetzt vielleicht sogar an den Schluss, einfach als kleine Anekdote. Es ist ja Sonntag, 28. September 1952. Schreibt er das rein, der Vortrag war ein paar Tage früher, aber er blickt auf den Sonntag zurück und sagt, ich gab Post ab für Maria Elisabeth und zwar hat mir das in der Gastwirtschaft oder glaube ich sogar gemacht, also wo das mit angeschlossen war. Da sagten ein paar Bierbrüder, der Herr Professor spricht. Sie horchten atemlos zu. Der eine stand sogar qualmend vor dem Apparat, dass ihm ja kein Wort entgehe. Die dicke Wirtin grinste selig und geistig hingegen der Rede. In dieser illustren Gesellschaft wollte ich den alten Freund nun doch nicht hören. Und so eilte ich nach Hause, wo Gerda Krabbel, Weiland Präsidentin des Deutschen Katholischen Frauenbundes, ahnungslos über der neuesten Zeitung brütete und meldete ihr, dass Romano spreche. Im Handumdrehen hatte sie sich geistig umgestellt und wir horchten gespannt, was Romano den versammelten Verlegern zu sagen habe. Und er hatte schon etwas zu melden. Er streute das Futter mit vollen Händen, sprach von der Bedeutung des Wortes und des Gespräches, von dem Wort als dem Träger der Wahrheit, von dem Frieden als der Atmosphäre, in der allein ein Gespräch fruchtbar ablaufen könne, von der Kunst und Kraft, fremde Meinungen und Gegensätze an sich herankommen zu lassen und durchzutragen. An einer Reihe von Beispielen wies er auf, wie es um unser Sehen und Urteilen bestellt ist. Warum er gerade diese Beispiele wählte, er sprach von der Welt der Fotos, kann ich nicht sagen, weil ich den Anfang der Rede nicht gehört habe. Er meinte unter anderem, dass die Kunst des Fotografierens das Sehen nicht geschärft habe.
Ich vermute, der Sinn war, das Fotografieren hat den Menschen die Absichtslosigkeit des Sehens geraubt. Sie sehen die Gegenstände nur mehr auf einen bestimmten und gewollten Zweck hin. Die Rede war ausgezeichnet, der Beifall stark und ehrlich. So hat es sozusagen gespiegelt hier im Pfarrhaus, wo in diesen Räumlichkeiten. Das fand ich jetzt schon immer sehr, sehr witzig oder interessant. Und dann, interessant, das kommt aber in der Dokumentation gar nicht vor, dann kommt auch eine Kritik. Also der Weiger war ein Dorfpfarrer, aber er war ein heller Geist und hat auch sofort gespürt, wo etwas in falsche Richtungen lief. Und zwar gab es damals, haben die offenbar im Anschluss an diese Rede, hat eine Buchspende der deutschen Verleger an den Staat Israel im Rahmen der sogenannten Ölbaumspende bekannt gegeben. Also man hat bekannt gegeben, dass hier eine große Spende, das war eine große Aktion, die eben eine Versöhnung mit Israel einleiten sollte. Da hat Guardini auch in Tübingen bei dieser Ölbaumspende gesprochen. Und Weiger findet die Verknüpfung von Friedenspreis und dieser spektakulären Spendenaktion unpassend, weil es nicht zu einer Bußhandlung passt, dass man sie gleich öffentlich hinausposaunt. Mhm. Stille wäre eine bessere Begleitmusik gewesen. Die Verleger hätten einen anderen Augenblick und eine andere Form wählen sollen. Und was würde man sagen, wenn einer, der gebeichtet hat, die große Glocke läuten und den Herbeieilenden sagen würde, ich wollte Ihnen nur mitteilen, ich verrichte jetzt meine Buße. Also ein humorvoller Mensch, aber mit Tiefgang. Gell? Also mit die Stille wäre die bessere. Basic haben wir heute Morgen noch über das Thema Stille, wir haben im Frühstück schon gesprochen, genau. Also damit können wir, glaube ich, zu einem Ende kommen. Und ich möchte herzlich danken dem Auswärtigen Referenten.